Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Feldausrüstung Giftpflanze unendlich einsetzen könnt und so AFK leveln könnt. Hierfür braucht ihr mindestens 2 Ladungen von der Giftpflanze und am besten geht in den Godmode-Glitch rein. Ich werde euch das jetzt hier in dem Video nicht zeigen, wie man in den Godmode-Glitch kommt. Ich werde es euch oben in die Infokarte verlinken für all die, die nicht wissen, wie es geht, damit das Video so kurz wie möglich gehalten wird. Und zwar kommen wir direkt zum Glitch. Wenn ihr dann nun 2 Ladungen habt, dann geht in irgendeine Ecke rein, am besten wo die Zombies spawnen, ganz schnell. Und wartet, bis ihr eine Horde Zombies vor euch habt. Wenn ihr dann genug Zombies haben solltet, dann aktiviert ihr eure Feldausrüstung bzw. eure Giftpflanze. Und dann seht ihr, dass da die Anzeige kommt mit den Zombie-Kills. Ihr aktiviert direkt danach, also nach der zweiten Anzeige am besten, so wie ich, direkt noch einmal die Giftpflanze. Und diese Giftpflanze bleibt dann bestehen. Das kann am Anfang ein bisschen tricky sein mit dem Timing. Denn die erste Giftpflanze, die ihr aktiviert, die muss komplett aufgebraucht sein. Quasi kurz bevor eure erste Giftpflanze die ganzen Zombies getötet hat, aktiviert ihr dann die zweite. Und dann denkt das Spiel halt, dass die Giftpflanze schon weg ist, aber die bleibt dann für immer dort bestehen. Ich würde euch hierfür empfehlen, Leute, stellt euch an irgendeinem Zombie-Spawn, sodass die Runden dann schneller gepusht werden. Ich würde euch dafür diesen Spot hier empfehlen, den benutze ich auch. Und zwar hier im Waffenlabor. Lasst dafür am besten die Tür rechts zu, dann spawnen die Zombies schneller. Dann wartet ihr wieder, bis ihr eine ganze Horde Zombies vor euch habt. Aktiviert dann eure Giftpflanze. Dann wartet ihr wieder, bis diese Kills aufpoppen. Ich nehme mal die zweite Anzeige, also... Genau, jetzt poppen nochmal die Kills auf, sodass die Giftpflanze dann aufgebraucht ist und ich aktiviere dann direkt noch eine Giftpflanze und diese Giftpflanze bleibt dann für immer bestehen. Es kann am Anfang wirklich sehr, sehr schwer sein, Leute, aber wenn ihr einmal den Dreh raus habt, dann ist das richtig easy. Und ihr könnt das dann immer wieder an jeden Ort nochmal neu platzieren und die anderen werden auch nicht verschwinden, die ihr vorher platziert habt. Und wenn ihr dann diesen Spot nimmt, so wie ich, dann geht am besten in die Ecke. Denn dort werdet ihr auf jeden Fall jeden Zombie töten können und ihr könnt hier hundertprozentig AFK stehen. Weil wenn ihr dann nicht in der Ecke seid, dann kann es manchmal vorkommen, dass die Boss-Zombies zum Beispiel nicht von der Giftpflanze getroffen werden wie hier. Und um genau das zu vermeiden und die Runden AFK pushen zu können, stellt euch dann einfach rechts in die Ecke, also neben dem Fenster an diesem kleinen Tisch. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.